die letzten beiden Bücherregale. Das passt, das passt. Hier muss noch ausgetauscht. Nein, wir brauchen noch zwei. Verdammt, ich habe mich verzählt. Scheiße. Na egal. Auf jeden Fall geht's hier voran. Die müssen wir denn hier oben irgendwo verstauen. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich in dieses Dingstür reinmachen. Weiß ich nicht. Den Gang lassen wir so, wie er ist. Den kann man dann immer mal aufbrechen, wenn man da lang will. Und hier, ja. Wie gesagt, TNT, ne? Okay, okay, okay. Ja, was ich hier mache, ist mir auch ein Rätsel. Ich kann ja mal was... Es ist halt schade, dass man Slaps sich an der Wand machen kann, also so einen kleinen 3D-Effekt leider, ne? Das wäre halt schön, wenn man da so richtige Slaps an der Wand kriegen könnte. Also so hin, ne? So boff gegen... Aber man könnte ja mal versuchen und gucken, wie es aussehen würde, wenn wir... Lass mich mal ganz kurz machen. Wir brauchen Stufen. Das sieht nicht nach Stufen aus. Stein, das kommt auf jeden Fall erstmal raus. Das auch. Das auch, das auch. So. Stein, Stein. Glatter Stein. Der dahin, der dahin. Stein. Steinziegel. Steinstufen. Ach so. Ah, das ist eine Siegstufe. Die will ich da nicht haben. So. Dann auf. So. Das ist zu viel. So viel brauchen wir gar nicht nehmen. Man spart auf jeden Fall viel, viel mehr. Ich glaube, wir hätten sonst jetzt, glaube ich, nur 32 rausbekommen. Oder sogar noch weniger. Ich weiß es gerade gar nicht. Wie sieht es denn aus, wenn wir es folgendermaßen machen würden? Wenn wir es so machen würden, erstmal. Erstmal so, ne? Man kann ja dann gucken und beim nächsten Mal ein bisschen weitermachen. Wie ich beim letzten Mal gesagt habe, eigentlich will ich ja nicht so viele Baustellen haben, aber es hat ja auch seine Vorteile. Man sieht nicht immer das Gleiche, ne? So. Wir sehen ja sowieso immer schon das Gleiche, wenn man hier langläuft. Überall. Nein, was mache ich denn da? So. Aufsammeln. Aber ich würde da auch gar nicht mehr machen. Also klar, die Decke noch glatt machen hier irgendwie, ne? Aber ansonsten finde ich das so schon ganz okay erstmal. Ich, warte mal, haben wir hier? Haben wir nicht, okay. Haben wir auch nicht mit. Haben wir hier? Haben wir nicht, okay. Oh mein Gott. Moment, ich habe da noch eine Idee.
Mann, das sieht Mauer, muss weg. Wir können es ja mal testen. Wir nehmen die Ecke mal raus und setzen dafür... was ein? Doch, ne? Das kann man machen. Aber hallo. Aber hallo. Das kannst du sogar sehr gut machen. Ja, dann brauchen wir noch Andesit-Dinger und glatten Stein. Beim nächsten Mal machen wir dann die Hühnerhütte. Oder wir wandern. Mal gucken, entscheide ich spontan. Ach so. Glatten Stein brauchen wir. Andesit. So. Also der Weg ist Gott sei Dank nicht so weit. Erstmal die Ecke raus. Das die restliche Wand lassen wir erstmal. Ich weiß nicht, wie wir da weitermachen. So, das passt. Sup, 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 sup. Der kommt erstmal weg. Wir machen uns mal welche. Oh doch, das geht. Das kann man so machen. Das geht. Andesit. Haben wir dafür auch mal wieder eine Verwendung? Für Andesit machen wir auch nicht so viel. So schlecht aus. Doch, das sieht geil aus. Das bleibt denn so? Oder? Man macht da Treppen rein. Nee, das ist irgendwie nichts. Da finde ich so schöner. Und hier Treppen gegen? Auch nicht, oder? Das hätte ich jetzt gesagt, okay, hier kommt der weg und der weg. Treppe gegen und Treppe gegen. Nee, das sieht komisch aus. Nee, das lassen wir. So, kommt er wieder rein. Doch, das sagt mir zu.
man konnte doch irgendwann mal. Geht das hier auch? Ich dachte auf Shift und dann dockt er den nicht an. Das wäre natürlich auch ganz geil. So. Treppen. Steinziegel. Stein. Steinziegel-Dings. Packen wir den jetzt doch hier mit rein. Die Riode kommt weg. Also kommt da hin. Zwei Kohle nur auf Tasche. Okay. Gut, da hätte man jetzt auch noch mehr nehmen können. Ist egal. Dann gehen wir erstmal schlafen und dann gucken wir uns mal den Spaß da draußen an. Mit dem Zuckerrohr. Aber ich glaube nicht, dass ich da noch zwei hinbekommen werde. Nein, da warten wir. Da warten wir. So, ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal wieder raus. Wollte ja sowieso nicht so lange aufnehmen. Will noch ein bisschen hier weitermachen. Ein bisschen was schneiden nebenbei. Ja. Und dann haben wir es irgendwann mal auf Reihe, wenn mit Glasfaser läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute tatsächlich TikTok vermisst, den Chat. Es ist schon schöner, wenn man mal auf den Chat reagieren kann, wenn man was vorlesen kann. Es ist schon, man gewöhnt sich schnell dran. Und da freue ich mich echt so auf Twitch, weil da hat man es ja dann. Ja. Und das werden wir dann halt auch immer so machen eigentlich, ne? Es gibt ja viele, die machen das und laden es dann zum Beispiel nicht hoch. Es gibt aber dann wieder welche, die streamen live auf Twitch und laden dann halt den ganzen Livestream ein Stück hoch. Das werde ich nicht machen. Es wird weiterhin so wie jetzt auch sein. Dann wird es halt immer Let's Plays geben, die live bei Twitch waren. Und ja, wenn jemand von meinen Zuschauern, natürlich, manche gucken sich das ja dann auch nicht bei Twitch an und bei YouTube. Ne, verlange ich ja auch von keinem. Ich freue mich ja schon, wenn es überhaupt wer guckt. Und da muss man ja nicht beides gucken, ne? Und ja. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich freue mich drauf. Hallo, mein Kleiner. Was soll denn das? Und vor allen Dingen, wo hat er diesen Block schon wieder her? Und wie wichtiger ist, wo ist er jetzt hin? Ich muss ihn einfach angucken gleich mal, wenn er sich mal wieder blicken lässt. Ist er denn jetzt? Ich will ja auch mal gerne mit euch dann irgendwann zum Endportal und dafür brauchen wir ein paar Perlen. Mensch, gibt's doch nicht. Na, okay, egal. Ihr Lieben, ich bin raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.